Les 20 km de Lausanne vous sont présentés par votre Migros, la Banque cantonale vaudoise et la Vaudoise Assurance. Salut, je suis Chiara Scherer, j'ai 26 ans et je suis en entraînement à Ténérife et je me prépare pour le 5 km à Lausanne. Im Leichtathletik, seit ich schon ganz klein bin, bin mit Laufen aufgewachsen und seit 6 Jahren bin ich jetzt bei Tegenhütte, bei Michi Rüeg und bin mega, mega zufrieden mit meinem ganzen Umfeld. Ce printemps, c'est bon entraînement et il est en grande forme. Wir trainieren so zwischen 9 und 12 Mal in der Woche. Kilometer kommt ganz darauf an, ob ich arbeite oder im Trainingslager bin, so zwischen 90 und 120 Kilometer. Ich arbeite 40% als Physio. Ich bin schon Vierte geworden an der Universiade und an der U23 Gross-EM vor ein paar Jahren. Ich konnte mich die letzten Jahre immer ein bisschen steigern. Letztes Jahr Olympische Spiele ganz knapp verpasst. Darum ist das nächste grosse Ziel, dort mitzumachen, 2024. Und ich träume aber auch von noch mehr, von Schweizer Rekord und Medaille vielleicht an einer EM mal. Ich habe gute Erinnerungen an Lausanne, immer an das Athletissima von früher, als ich noch jünger war und dort im Vorprogramm laufen konnte. Und auch mit der Schule haben wir dort mal Austausch gehabt. Und mit dem See und dem Hügel ist es mega schön einfach. An den 20 Kilometern von Lausanne, ich habe gehört, es gibt eine schnelle Strecke und ich würde dort gerne Schweizer Rekord über 5 Kilometer laufen auf der Strasse. L'objectif, c'est le record suisse. 16 minutes, c'est possible. Possible, c'est sous les 16 minutes. Mais on verra qu'est-ce qu'elle fait. Auf der Bahn bin ich vor 2 Jahren 14:44 gelaufen. Und ja, das sollte sicher möglich sein auf der Straße, wenn nicht ein bisschen schneller. Ich freue mich sicher mega. Eben, das ist ein Grund, warum ich das Laufen auf der Straße liebe. Weil einfach das Publikum auch da ist und einem anführt und man hört seinen Namen. Und es ist schon ein cooles Gefühl. Les 20 km de Lausanne vous ont été présentés par votre Migros, la Banque cantonale vaudoise et la Vaudoise Assurance.